Also es ist kurz nach 20 Uhr und wir haben aus Berlin ja etwas mitgebracht vor 2 Wochen, nämlich die Schweigeminute. Und ich möchte euch bitten, wieder für euch zu gucken, wie euer friedvolles Bild aussieht, wie Frieden für euch aussehen kann und da einfach mal eine Minute nachzudenken, nachzufühlen und vielleicht mal so wie die Kinder in die Ferne zu schauen und einfach zu träumen, was zu eurem Friedensbild dazugehört. Und Rick, kannst du mir ein Zeichen geben, zeittechnisch? Okay. Dann guckt einfach, vielleicht schließt ihr die Augen dazu, für viele ist das einfacher, oder geht einfach rein. So, die Minute ist um und es gibt einen Film, der ist mir gerade so eingefallen, als ich da so hier stand. Der Tag, an dem die Welt stillstand. Vielleicht die Älteren unter uns kennen diesen Film und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es schaffen, viele, viele Menschen in allen Ländern dieser Welt, die friedvolle Gefühle und Gedanken im Inneren hegen, dazu bringen, eine Minute so zu schweigen, eine Minute lang einfach mit dem Schweigen die Welt anzuhalten, das ist ein Riesenzeichen für den Frieden. Ich danke euch. Friedvolle Gedanken und ganz viel Gesundheit für uns alle.